Hallo, liebe Gemeinde. Heute feiern wir Karfreitag. Ich würde mir das so wünschen, dass man das gemeinsam bei uns in der Gemeinde feiern könnte. Aber es ist leider nicht möglich. Und deshalb möchten wir das Beste draus machen und zu Hause feiern. Und das kann auch was Tolles sein. Wir möchten gemeinsam das Abendmahl feiern, indem wir uns daran erinnern, dass Jesus für uns gestorben ist und was er am Kreuz für uns getan hat. Und vielleicht könnt ihr jetzt am Anfang gleich nochmal auf Pause drücken und ihr könnt schon mal ein Glas Traubensaft oder ein Wein und ein Brot hertun, dass wir nach der Predigt dann gemeinsam gleich alles zur Hand haben und dann gemeinsam Abendmahl feiern können. Also drückt ruhig nochmal auf den Pauseknopf und holt alles her, dass wir dann wirklich gemeinsam durchstarten können. Karfreitag ist ein Tag, wo man wirklich ganz bewusst dran denken möchte, dass Jesus für uns gestorben ist. Dass er unsere Schuld, unsere Unzulänglichkeiten, unsere Krankheit, unsere Bindungen, alles auf sich genommen hat. An Karfreitag denken wir dran, dass Jesus für uns am Kreuz starb und sein Leben für uns gab. Und ich denke, Karfreitag ist ein ganz besonderer Tag, oft auch ein Tag der Besinnung. Und ich mache euch Mut, dass ihr heute euch einfach mal in die Stille zurückzieht und euch Zeit zum Gebet nehmt, Zeit darüber nachzudenken, was Jesus alles getan hat. Wir möchten jetzt gemeinsam auf die Predigt vom Joachim hören und er wird uns mit hineinnehmen, wie Jesus am Kreuz hing und wie er mit den beiden Männern umgegangen ist, die neben ihm waren. Bevor wir jetzt auf die Predigt hören, möchte ich noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir ganz herzlich, dass wir heute an Karfreitag daran denken dürfen, dass du für uns gestorben bist, dass du alles für uns gegeben hast, dass du ans Kreuz gingst und dein Leben für uns hergabst. Ich möchte dich dafür loben und preisen. Und Herr, ich möchte bitten, dass du jetzt zu uns sprichst durch die Predigt. Und dass wir wirklich auch in unsere Häuser, wo wir sind jetzt, ob wir am PC, am Computer, am Tablet oder am Handy sitzen und die Predigt und den Gottesdienst verfolge, dass du zu uns sprichst und dass dein Geist wirklich real zu jedem Einzelnen von uns spricht. Wir möchten offen sein für dich, für dein Wirken, Heiliger Geist. Und Gott, wir bitten dich, dass du jetzt zu uns sprichst. Amen. Karfreitag. An keinem anderen christlichen Feiertag werden wir so mit der Kraft und mit der Schrecke des Todes konfrontiert wie an Karfreitag. Dem blühenden Leben, Jesus, wurde der Stecker gezogen. Das Super-GAU eigentlich, der passiert an diesem Tag. Warum gedenken wir Christus so einem schrecklichen Tag aus der Geschichte? Jedes Jahr rufen wir diesen Tag uns wieder neu in Erinnerung. Weil Leid, weil Schmerz, weil Hoffnungslosigkeit, Verachtung, Spott, verraten zu werden, zu dem Leben hier auf der Erde einfach auch dazugehört. Und weil auch von uns Menschen vielleicht dieses Jahr jemand verloren habe. Und an Karfreitag erinnern wir uns daran, Gott weiß, wie es sich anfühlt, jemanden zu verlieren. Selbst sogar Schmerz zu empfangen. Wenn du dieses Jahr Leid erlebt hast, dann darfst du heute ganz neu wieder dich daran erinnern, Gott weiß, wie es dir geht, was du durchgemacht hast. Er kann wirklich mit dir mitempfinden. Und auch jetzt, wo die ganze Welt wieder in der Krise steckt, können wir uns daran erinnern, an Karfreitag, Gott weiß, wie es sich anfühlt, in der Krise zu stecken. Karfreitag zeigt uns, dass in dieser Dunkelheit, in dieser Krisezeit, dass wir uns ausrichten dürfen wieder auf Hoffnung, auf neues Leben. Ich möchte die Geschichte lesen aus dem Lukas-Evangelium, wie Jesus ans Kreuz geschlagen wird. Ich lese aus Lukas 23, Abvers 33. Als sie zu der Stelle kamen, die Schädel genannt wird, nagelten die Soldaten Jesus ans Kreuz und mit ihm die beiden Verbrecher, den einen links von Jesus, den anderen rechts. Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Dann losten die Soldaten untereinander seine Kleider aus. Das Volk stand dabei und sah bei der Hinrichtung zu. Die Ratsmitglieder verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen, jetzt soll er sich selbst helfen, wenn er wirklich der ist, den Gott uns zum Retter bestimmt hat.
Auch die Soldaten machten sich lustig über ihn. Sie gingen zu ihm hin und reichten ihm Essig und sagten: Hilf dir selbst, wenn du wirklich der König der Juden bist. Über seinen Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht: Dies ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpften ihn: Bist du denn nicht der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Aber der andere wies ihn zurecht und sagte: Nimmst du Gott immer noch nicht ernst? Du bist doch genau so zum Tode verurteilt wie er, aber du bist es mit Recht. Wir beide leiden hier die Strafe, die wir verdient haben, aber der da hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er: Denk an mich, Jesus, wenn du deine Herrschaft antrittst. Und Jesus antwortete ihm: Ich versichere dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Es war schon etwa 12 Uhr mittags, da verfinsterte sich die Sonne und es wurde dunkel im ganzen Land, bis um 3 Uhr. Dann riss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel mitten durch. Und Jesus rief laut: Vater, ich gebe mein Leben in deine Hände. Mit diesen Worten starb er. Als der römische Hauptmann, der die Aufsicht hatte, dies alles geschehen sah, pries er Gott und sagte: Wahrhaftig, dieser Mensch war unschuldig, er war ein Gerechter. Auch all die Leute, die nur aus Schaulust zusammengelaufen waren, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück, nachdem sie gesehen hatten, was da geschah. Die Szene, sich wirklich vorzustellen, wie Jesus hier ans Kreuz geschlagen wird und zwei Verbrecher rechts und links von ihm mit ihm zusammen gekreuzigt. Ein Spektakel in Jerusalem, das viele, viele Schaulustige angezogen hat. Und der Unschuldige in der Mitte spricht unter Schmerzen noch über Vergebung. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das heißt, diese Menschen haben eigentlich keinen Überblick mehr über ihr Handeln. Sie lassen sich einfach von ihrem Hass leiden. Sie rufen wirres Zeug, ohne die Tragweite wirklich fassen zu können. Und das Verrückte, sie freuen sich an dem Leid, das jemand anderes erfährt. Die zwei Verbrecher, diese Übeltäter rechts und links von ihm, sie wissen, warum dass sie hier am Kreuz hängen. Sie haben gegen das Gesetz verstoßen. Sie sind ein zu großes Risiko eingegangen und haben sich erwischen lassen. Sie haben anderen Menschen Unrecht zugefügt und nur gekreuzigt zu werden, ist nun der verdiente Lohn nach dem Gesetz damals. Aber im Angesicht des Todes kann man so unterschiedlich reagieren. Sehen wir eben bei diesen zwei Männern. Einer der Verbrecher beginnt selbst, Jesus anzuklagen, ihn zu verspotten. Bist du nicht der versprochene Retter? Dann hilf dir doch selbst und steig vom Kreuz und hilf uns. Aber der andere, der realisiert, was hier los ist. Er mahnt den anderen und sagt: Nimmst du Gott so wenig ernst? Wir sind zu Recht verurteilt, er zu Unrecht. Angenagelt, mit den Händen ans Kreuz, kein Entkommen mehr möglich. Der Strafe und der Hinrichtung hier einfach ausgesetzt. Und im letzten Atemzug, 5:12 Uhr, blicke beide Männer in die Mitte auf Jesus. Unterschiedlicher kann man die Situation eigentlich gar nicht gestalten. Auf der einen Seite Rache, Wut und Zorn, und auf der anderen Seite Reue. Beide Männer, im Angesicht des Todes, beginnen sie mit Gottes Sohn zu reden. Dort, in ihrer allergrößten Krise, die sie je in ihrem Leben erlebt haben, wenden sie sich nochmal an Gott. Der eine eben voller Verachtung, ein Herz voller Wut, voller Stolz, voller Rachegedanke. Er bedauert nur eins, dass er geschnappt worden ist, nicht was er getan hat.
und auch erlästert. Er hat keine Hoffnung, dass in dieser Situation noch irgendwas passieren kann. Und der andere? Ein einsichtiges Herz. Ein Herz, das realisiert, das tief bedauert, was in seinem Leben gelaufen ist. Ein Mann, der weiß, warum das hier hängt, an diesem Kreuz. Auch ein Mann, der glaubt, dass Jesus in dieser hoffnungslosen Situation noch irgendwas verändern kann. Dort am Kreuz sieht er nun seine Chance gekommen, mit Gott zu reden und sein Leben irgendwie in Ordnung zu bringen. Ich möchte jetzt Gott ernst nehmen. Ich bin selbst schuld an dieser Strafe. An dieser größten Krise seines Lebens wendet er sich jetzt an Jesus. Und Jesus, der hört tatsächlich zu. Jesus hätte auch so reagieren können, sagen, bitte lass mich jetzt in Ruhe. Er selber empfindet tiefsten Schmerz, angenagelt zu sein, kaum noch Luft zu bekommen. Aber Jesus, in dieser Situation hört er zu. So ist Jesus. Unter Schmerzen wendet er sich diesem Mann zu und gibt diesem Mann nochmal eine Hoffnung und eine neue Perspektive. Der Mann, er fragt nicht, Jesus, komme ich dann in den Himmel? Nach diesem verkorkste Leben. Ich merke, das ist die Frage, die sich so oft Menschen stellen, nach diesem Leben, komme ich dann wohl in den Himmel? Er stellt nicht diese Frage. Und das ist eigentlich auch nicht die Frage, die man sich wirklich stellen soll. Er sagt, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Was hat dieser Übeltäter, dieser Verbrecher wohl geglaubt? Von was ging er aus? Welche Perspektive hat er sich wohl noch ausgemalt? Was ist Himmel? Himmel ist in der Gegenwart Gottes zu leben. Die Frage ist also nicht, komme ich in den Himmel, sondern die Frage ist, lebe ich in der Gegenwart Gottes? Bin ich in Verbindung mit meinem Schöpfer, mit diesem allmächtigen Gott? Himmelreich beginnt eben hier auf der Erde und ist nicht an einem weiten, fernen Ort. Wer ihn sucht, der findet ihn hier und nicht weit, weit weg in irgendeinem Himmel. Dieser Verbrecher, er begreift etwas ganz, ganz Wichtiges. Bevor es jetzt zu Ende geht mit meinem Leben hier, möchte ich noch was in Ordnung bringen. Ich möchte noch was klären. Der Vertrag, der wird hier auf der Erde gemacht. Mit Jesus, mit Gott in Verbindung zu treten, das passiert hier auf der Erde. Himmel, so verstehe ich es, ist vielmehr ein Beziehungsbegriff. Bin ich mit diesem Gott in Beziehung? Hier auf der Erde und dann bis in Ewigkeit. Diese beiden Männer, die erleben was Jesus zuvor schon in Johannes im Kapitel 3 gesagt hat. Vers 17 und 18, dort sagt er, Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Wer sich an den Sohn Gottes hält, der wird nicht verurteilt. Punkt. Wer sich an den Sohn Gottes hält, wird nicht verurteilt. Das erlebt dieser eine Mann. Wer sich aber nicht an ihn hält, ist schon verurteilt, weil er Gottes einzigen Sohn nicht angenommen hat. Dieser Vers, der wird hier am Kreuz so deutlich, beide Seiten, für die man sich entscheiden kann. Und Jesus, er lässt dich darauf ein. Hat es dieser Mann verdient? Geschieht es ihm nicht recht, hier am Kreuz zu hängen und für seine Fehler zu bezahlen? Warum lässt sich Jesus auf dieses Gespräch ein und bietet diesem Mann eine neue Perspektive? Dass er sagt, nur du und ich, heute werden wir noch im Paradiese sein. Dieser Mann, er ist der erste Mensch, der dieses Angebot von Jesus annimmt. Und es wird klar hier in der Geschichte, er muss nichts tun und hat nichts vorzuweisen, außer eins, er muss glauben. Und dann passiert das, was in Jesaja vorausgesagt wird, seine Strafe liegt auf mir, auf das wir Frieden hatten. Durch die Wunden von Jesus sind wir geheilt. Das ist Evangelium. Die gute Botschaft, die Siegesbotschaft. Jemand anderes hat einen Preis für uns bezahlt. Gnade, unverdient. Niemand kann sich das verdienen.
Es ist ein Geschenk, das Gott anbietet. Wir können jetzt sagen, aber stopp, Jesus, da hängen zwei Männer mit dir am Kreuz. Was ist mit dem anderen? Siehst du ihn nicht? Gibt Jesus diesem anderen Übeltäter keine Perspektive auf Ewigkeit? Warum sagst du nicht, heute werden wir drei zusammen im Paradies sein? Weil Jesus niemand zwingt. Glaube ist was ganz, ganz Freiwilliges. Jeder Mensch darf eine eigene persönliche Entscheidung treffen. Und Jesus sagt, und wer diese Entscheidung nicht trifft, der spricht sich selbst das Urteil. Das Angebot ist für jeden einzelnen Menschen da. Und dann, wenn man das erlebt hat, eine neue Perspektive bekommt, dann füllt sich das Herz mit Dankbarkeit. Und man möchte Gott diese Ehre darüber geben. Das Leben des Übeltäters oder beiden Verbrecher wird beendet auf grausame Art und Weise. Es wird ein Hammer genommen und ihnen werden die Beine zertrümmert, dass sie sich nicht mehr aufrichten können, um Luft zu holen, und sie ersticken jämmerlich. Und Jesus? Jesus, er ist schon tot. Er ging schon voraus. Er ging, um die Türe aufzuhalten zum Paradies, so verstehe ich das. Niemand kommt automatisch ins Paradies. Aber Jesus hat es ihm verheißen. Du, der du deine Hoffnung auf mich setzt, du wirst mit mir heute im Paradies sein. Ich finde es so ein schönes Bild, dass Jesus schon tot ist. Und der Königssohn, Gottes Sohn, geht in die Ewigkeit und er ist dort bekannt und er hält die Türe auf für diesen Übeltäter, der sonst niemals dort reingekommen wäre. Der Königssohn ist bekannt. Zuerst muss die Beziehung geklärt sein und dann ist der Zutritt offen. Noch heute wirst du mit mir. Hebräer 10, Vers 5, dort heißt es, Worte, die Jesus in Bezug seiner Mission gesagt hat, darum sagte Christus, als er in die Welt kam, zu Gott, Opfer und Gaben hast du nicht verlangt, aber du hast mir ein Leib gegeben. Über Brandopfer und Sühneopfer freust du dich nicht. Da habe ich gesagt, hier bin ich Gott. Durch das, was Gott verlangt hat, nämlich dadurch, dass Jesus Christus seinen eigenen Leib zum Opfer brachte, sind wir nun ein für allemal von jeder Schuld gereinigt und zu Gottes Eigentum geworden. Karfreitag ohne Ostern bleibt ein schrecklicher Tag der Geschichte. Karfreitag in Bezug Ostern ist der Siegestag über Tod und Teufel. Ich habe hier nochmal das Bild von Jesus am Kreuz. Kein schöner Anblick. So ein Mann am Kreuz hängen zu sehen. Und manche Menschen, die keinen Bezug zum christlichen Glauben mehr haben, denken, wir beten ein Kreuz mit einem toten Menschen an. Zum Gott zu beten, der tot an einem Kreuz hängt, macht überhaupt keinen Sinn. Was soll ein Toter für mich tun? Wenn Gott am Kreuz gestorben ist und tot geblieben wäre, dann hätte Karfreitag keine Bedeutung für uns. Ein Gutmensch, vor 2000 Jahren hingerichtet. Ich denke, es ist ein ganz, ganz großer Fehler, wenn man hier am Kreuz stehen bleibe. Denn Jesus hing keine 2000 Jahre im Kreuz. Er hing zwischen 9 und 11 Stunden vielleicht am Kreuz. Dann wurde er in ein Grab gelegt und am Ostern zu neuem Leben auferweckt. Wenn Jesus nicht von diesem Kreuz genommen worden wäre, dann hätte er nicht auferstehen können. Und solange dein Jesus in deiner Vorstellung noch am Kreuz hängt, kann Ostern in deinem Leben nicht stattfinden. Wir müssen Jesus auch innerlich begreifen, er ist gestorben für unsere Sünde. Und dann wurde er vom Kreuz genommen, damit er auferstehen kann. Kein Ostern ohne diesen Karfreitagsschmerz. Aber auch kein Oster, wenn wir Jesus nicht vom Kreuz nehmen. Wir stecken in dieser Corona-Krise momentan und ich denke, genau gerade an Karfreitag und an Ostern ist es so wichtig, das wieder neu zu sehen. Nach diesem Schmerz, nach diesem Tod kommt neues Leben. Und es gibt nichts, was Gott aufhalten könnte in dieser Welt. Nichts. Die Dankbarkeit über das Geschenk von Karfreitag soll uns neu wieder erfüllen. Mit Lobpreis, mit Anbetung, mit Dankbarkeit. Und er ist für dich getan. Und er ist für mich getan. Er ist für uns getan. Ich möchte ein Gebet sprechen zum Abschluss, ein Gebet als Antwort auf diesen Text.
Wenn der Himmel sich verfinstert, der Vorhang im Tempel zerreißt, die Felsen sich spalten, der Boden aufgeht, wenn das Böse sein hässliches Gesicht zeigt, die Fratzen des Todes grinsend neben dem Kreuz stehen, höllisches Lachen laut wird und der Tod denkt, er hat gesiegt, selbst dann hast du, Herr, alles unter deiner Kontrolle. Du behältst die Ruhe und nimmst dir in diesen letzten Minuten noch Zeit, mit einem hoffnungslosen, verirrten Menschen zu reden und ihm eine neue, ewige Perspektive aufzuzeigen. Noch mehr, ihm ewiges Leben zu schenken. Das führt mich zum Staunen, diesen Jesus zu sehen, der unter Schmerzen jemand anders noch eine Perspektive gibt und ihm ewiges Leben anbietet. Amen. Wir werden jetzt gemeinsam ein Lied singen. Ich habe zwei Musiker, die ich vorbereitet habe und möchte das Lied gemeinsam singen. An deinem Kreuz wird mein Herz still. Hört zu oder singt einfach zu Hause mit bei diesem Lied. Mach mich ganz neu, ich gehöre.
Führ mich an dein Kreuz. Jesus, das möchte man wirklich bitten, dass du uns an dein Kreuz führst und dass wir dir jetzt begegnen dürfen im Abendmahl, wenn wir gemeinsam als Gemeinde, jeder zu Hause oder wo er auch gerade ist, Abendmahl feiert. Und wir laden dich ein, Jesus, dass du wirklich gegenwärtig bist durch deinen Heiligen Geist und dass wir dich jetzt erleben dürfen in unsere Häuser mit den Menschen, mit denen wir gemeinsam da sind. Zusammen sind. Führ und leite du uns. Und vielen Dank, dass man Karfreitag dran denken dürfe, dass du alles für uns gegeben hast. Amen. Ja, wir laden euch jetzt ein, gemeinsam mit uns das Abendmahl zu halten. Wir sind Vater und Sohn, deshalb dürfen wir uns auch berühren und näher zusammen sein, genauso wie ihr zu Hause. Und ich freue mich, Luis, dass wir gemeinsam jetzt das Abendmahl mit der ganzen Gemeinde einnehmen dürfen. Und wir möchten der Zwischenzeit immer ein bisschen Zeit lassen. Aber wenn wir schneller sind wie ihr, dann drückt einfach kurz auf den Pause-Knopf. Und das ist gar kein Problem, weil jeder hat ein unterschiedliches Tempo. Wir versuchen, dass viele mitkommen können, aber ihr dürft ruhig auf den Pause-Knopf drücken. Und dann, wenn ihr eure Runde weiter habt, einfach wieder auf Play drücken. Ja, wir möchten daran denken beim Abendmahl, dass Jesus wirklich für uns gestorben ist. Dass er sein Leben gegeben hat. Und in der Nacht, bevor Jesus ans Kreuz genagelt wurde, lesen wir in Markus, dass er mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert hat. Das war damals das Passamahl, das jüdische Fest, das wir heute als Abendmahl feiern. Und wir lesen in Markus Kapitel 14, ab Vers 22. Während sie aßen, nahm Jesus einen Laib Brot und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt, denn das ist mein Leib. Also Jesus war mit seinen Jüngern und hat dieses Brot genommen, so wie der Luis mir das jetzt gibt. Er hat es gebrochen und hat gesagt, nehmt, das ist mein Leib. Luis, nimm, Jesus starb für dich, für mich. Ja. Für euch. Er hat uns lieb und wenn wir jetzt das Brot essen, dürfen wir wirklich dran denken, dass Jesus sein Leib für uns vergossen hat. Zur Vergebung unserer Schuld, zur Befreiung von Bindungen und zur Heilung von Krankheiten gab Jesus sein Leben. Jesus, ich danke dir, dass du dein Leib für uns gegeben hast. Und dass wir da jetzt dran denken dürfen, wenn wir das Brot essen, dass dein Leib am Kreuz hing für uns. Ich möchte dich dafür loben und preisen. Und dir danke. Dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott. Er reichte ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das für viele vergossen wird und den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Ich öffne jetzt unseren guten Wein hier. Ich gebe jetzt den Kelch, das Blut, das Jesus für uns am Kreuz vergossen hat. Danke.
Und ich gebe dir auch den Kelch. Jesus starb für dich, weil er dich lieb hat und weil du wertvoll in seine Augen bist. Und daran darf man denken. Er vergibt uns und er hat uns lieb. Sprich du noch ein Gebet, Luis, mit uns? Ja. Ja, ich danke dir, dass heute Karfreitag ist, dass du heute am Kreuz für uns gestorben bist, um den Bund zwischen dir und uns zu besiegeln, damit wir wieder eine Beziehung zu dir haben können, dass dir nichts mehr im Weg ist. Der Vorhang ist zerrissen und wir können eine Beziehung mit dir haben und frei zu dir kommen, so wie wir sind, weil du unsere Schuld am Kreuz besiegt hast. Und dafür danke ich dir und lass uns jetzt uns immer wieder daran erinnern durch das Abendmahl und segne jetzt auch die kommenden Osterfeiertage, auch wenn es anders ist als sonst, aber der Bund zählt trotzdem. Amen. Wir laden euch jetzt ganz herzlich ein, mit uns weiter Gott anzubeten, mit dem nächsten Lied, dass das Lamm wirklich würdig ist, angebetet zu werden. Und wir möchten Jesus mit dem nächsten Lied anbeten und singt einfach mit, wo ihr seid, als Familie, als Einzelne, als Nachbarn, je nachdem, mit wem ihr jetzt zusammen seid. Und lasst uns Jesus anbeten. Danke für das Kreuz, dort hast du den Preis bezahlt für die Sünde und die Schuld, aus Liebe und aus Gnade wunderbar. Danke für die Liebe, die durch Worte mich mit deinem Blut. Ich weiß es nun, du vergibst und nimmst mich an. Würdig ist das Land, Herrscher I'm not afraid to die.
An Karfreitag schauen wir auf das Kreuz und es ist wichtig und gut. Und ich mache euch Mut, dass ihr heute vielleicht nochmal die Passionsgeschichte lest. Lest in der Bibel jetzt auch in der Zeit, wo man viel zu Hause ist. Und lest euch einfach nochmal die Geschichte durch und guckt an Karfreitag heute aufs Kreuz. Und dann am Sonntag, da haben wir eine andere Perspektive. Da haben wir eine Perspektive auf das leere Grab. Jesus ist auferstanden. Und dazu möchte ich euch jetzt schon einladen. Auch für Sonntag haben wir einen Podcast vorbereitet, den ihr dann auch gern wieder anschauen könnt, gemeinsam. Und heute ein Tag der Besinnung auf das Kreuz. Und am Sonntag, da lassen wir so richtig krachen, da gibt es ein Fest, weil Jesus auferstanden ist. Und das wünsche ich uns wirklich, dass wir mit dieser Auferstehungshoffnung heute diesen Karfreitag gemeinsam feiern können. In der Andacht auf Jesus, dass er für uns starb. Und so wünsche ich euch Gottes Segen für diesen Tag. Ich segne euch, unser guter Gott, der Vater, der euch liebt, der Sohn, der für euch gestorben ist und der Heilige Geist, der in euch lebt. Und ich wünsche euch jetzt gutes Miteinander, wenn ihr es gemeinsam geschaut habt. Und tauscht euch einfach noch mal ein bisschen drüber aus, was es für euch bedeutet, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Bis Sonntag. Ciao.